Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Retro meinerseits, wenn man es so sehen möchte. Und zwar zu Spec Ops The Line. Ein Antikriegsspiel aus dem Jahr 2012 vom Jager, einer deutschen Spielefirma. Und ja, man sieht, es ist viel Chaos, die US-Flagge ist zerrissen und hier und da liegt auch ein bisschen Sand. Weil, um es kurz zusammenzufassen, Spec Ops The Line spielt in einem vom Sand verschütteten Dubai und da ist ganz schön die Hölle los. Und ja, ich sagte ja vorhin schon Antikriegsspiel, weil das wird nicht so ein Shooter à la Call of Duty nach dem Motto, yo, wir schießen mal und dann ist alles cool. Nee, hier ist alles andere als cool. Aber was mit sich oder was es auf sich hat, würde ich sagen, sehen wir, wenn ich mal Start drücke. Genau, man macht natürlich die Kampagne. Multiplayer wollte Jager nie machen, haben sie mal gesagt. Das wollte Take-Two von ihnen. Weil damals Multiplayer der heiße Scheiß war, aber ja. War total die Rotze, genau. Und wir spielen einmal leer. Genau, und wir spielen auf Kampfeinsatz, würde ich sagen. Ganz normal. Nichts Aufwendiges, nichts Aufregendes. Ich dachte ja, falls ihr im Hintergrund so ein bisschen Geschrattel hört, das ist leider die Xbox 360. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsam und ruhig halten. Hast du den Verstand verloren? Komm her. Da geht's auch schon los. Mit Helikoptergeballer. Weil wir wissen ja, Videospiele und Filme, Helikopter müssen abstürzen. Okay, jetzt kennen wir schon zwei der Kugeln wieder. Adams und Walker. Der dritte heißt Lugo. Wenn man mal stillhalten würde. Mir eher Sorgen macht, dass der Sandsturm, der gerade aufzieht, gefühlt. Das wird jetzt abgedämpft. Scheiße. Geh weg. Nein, 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 nein. Gehst du mal weg. Aua. Voll gegen den Kran. Oder Stahlträger, was auch immer das war. Ist das ein Wow. Da klappt auch gut unten ein Schiff. Was zur... Na gut, das war es. Spec Ops The Line. Tschüss. Nein, das war ja bloß eine Zwischensequenz. Jetzt sind wir im Frühjahr. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen.
Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Und damit willkommen in Dubai, Gentlemen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Was ich mich aber wundere, wie sind die da reingekommen, ne? Keiner kommt rein durch den Sandsturm, aber die laufen einfach durch. Okay. Na gut, Logo ist halt wund. Wow. Dadurch. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Und sollte das Ding da in der Mitte eine Anspielung auf das Burj Khalifa sein? Nein, das ist ja doch recht groß. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als ein Kilometer, oder? Hoppala. Das ist der Spring von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Na dann. Hey, hier ist ein Seil. Dann wollen wir mal. Whee! Abseilen! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht.
Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Logo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Wir kehren um. Ich hab schon nicht viel mehr gedacht. Gut, man soll euch sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Ihr scheint's zu sein. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter... Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Boschununji, Markafmir sind am Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Bewegung, Leute! Ach du Scheiße. Da geht's gleich richtig los. Ja. So. Ja, es ist immer schwierig zu sagen bei diesem Spiel, was hier abgeht. Ich kann nur sagen. Wie gesagt, es ist nicht. Das ist typische Shooter einfach. Das war jetzt eine der wenigen Situationen, die einfach, soll ich sagen, schon ein bisschen fragwürdig sind. Wo steckt der? Metalltafel da drüben. Da. Sag Bescheid und ich schalte ihn aus. Lugo, schalte ihn aus. Ja, Sir. Okay, Lugo ist der Sniper hier im Team. Bin unterwegs. Jetzt gibt Adams vor. Okay, Logo rückt auch vor, dann rücken wir auch mal mit vor. Oben auf dem Bus! Schalt ihn aus! Feuer konzentrieren! Ausschalten! Leck mich! Ich hab ihn! Feind ist dort! So. Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Das Einzige, was ich immer fragwürdig finde, ist halt mit den Headshots. Dass sie schön in Zeitlupe angezeigt werden. Ja, das ist. Soll ein bisschen wie rüberkommen, wie ein Actionspiel, ist es halt aber nicht. Oh, jetzt will er nicht rüberspringen. Warum nicht? Okay, wir brauchen da bald eine andere Waffe, aber wir haben ja noch eine Pistole. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Okay. Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Ihr Alpha-Patrols werden angegriffen. Ich
wiederhole. Sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Jaja! Scheiße. Massen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Logo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Vorsicht, Kontakt! Du Scheiß, dem ne Minigun. Scheiße, die Kerle geben nicht nach! Feuer, Bündel! Vorrangiges Ziel! Legt ihn um! Feuer, Bündel! Schalt das MG aus! Ganz gut eigentlich. Tango erledigt! Jungs, da kommt einer angerannt. Okay. Kill bestätigt. Was ist denn hier? Der Counter-Strike oder was? Wahnsinn. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marsen ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Hilf sie, bevor sie uns hier. Feind am Boden. Gut gestellt. Los, weiter, aber unauffällig. Scheiße, Feind, Kontakt! Lade nach, seid wachsam! Ich sag doch. Radwäsche! Logo! Feuer auf mein Ziel! Oh Mann, komm schon. Ist immer noch nicht tot, hallo. Bedrohung eliminiert! Na, gibt einen Werfer. So. Jetzt müssen wir mal raus hier. Schauen wir mal, ob wir die Leute aus dem Flugzeug retten können. Ich bin weg! Oh Scheiße, da kommen noch mehr aus dem Heck raus! Vorrangiges Ziel, Feuer bündeln! Jetzt pass mal gut auf! Adios! So, wo ist der Rest? Da waren noch mehr, oder? Tango neutralisiert! Tango! Wir können ja. Können wir auf eine andere. Ah, nicht. Wir bleiben jetzt erstmal so lange bei der Waffe, bis wir keine Munition mehr dafür haben. Dann haben wir noch ein paar Schuss. Da! Hey, hier rüber! Haltet sie auf! Feuer! Schießt euch so lange ins Knie, bis ihr kein Abenteuer mehr bestreiten könnt. So. Habe ich gerade als Sohn einer Hure beschimpft. Hey, meine Mutter hatte wenigstens einen Job, ja. Es waren harte Zeiten. Für sie vor allem? Mein Spaß. Okay. Da kommt der Mr. Respawn. Wir kommen, haltet durch! So. Noch wer der Ärger will. Aua. Okay.
Jetzt ist das Ding alle. Mit Dauerwaffen wechseln hier, ne? Ja, einen Schrot finden wir mal. Mann. Haben wir einen retten können. Oh. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Alles Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Ich auch, Lugo. Nee, Adams. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Ja, gut. Dann, ja, war's für die heutige Folge, für die erste Folge. Ja, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen einen flauen Magen, könnte man sagen, ja, weil es halt jetzt schon wieder ein bisschen hart wird. Es ist halt kein Heidi-Tighty Call of Duty Battlefield Shooter, ne? Es hat schon mal hier so ein bisschen mehr den Finger in die Wunde legen. Wie gesagt, es wird noch besser, was das Thema betrifft. Ja, ich hoffe trotzdem, die erste Folge hat euch gefallen. Es wird momentan noch viel geredet. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Spec Ops The Line. Bis dahin, Servus und Fürtü.